Dach Leute, ich habe mir den Herrn Söder, diesen Vollhonk, Entschuldigung, aber wir dürfen ja unsere Meinung äußern, sowie seine feuchten Träume zu Gemüte geführt. Und das solltet ihr jetzt auch, und danach rechnen wir. Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität, die richtige Normalität, die wird es geben, wenn alle geimpft sind. Dann, glaube ich, kann man von der Hoffnung auf ein normales, wie man es vorher kennt, normales Umgehen miteinander sich einstellen. Bis dahin wird es alles etwas anders. Wir berechnen jetzt die Rückkehr der Normalität. Nach Frau Merkel sollen alle zweimal geimpft werden. Das wären 160.500.000 Impfungen. In den ersten 10 Tagen wurden 300.000 geimpft. Gehen wir mal davon aus, dass 400.000 Impfungen pro Woche großzügig gerechnet möglich wären in diesem Land. Dann wären das 7,7 Jahre, bis alle durch sind, also die Normalität zurückkehrt. Diesen Plan kann der sich dahin schieben, wo die Sonne niemals scheint. Now we have the salad. Nun haben wir den Salat, wir haben die Corona-Leine, 15 Kilometer Radius haben wir noch. Wenn wir aus einem Risikogebiet kommen. Aber umgekehrt kann man ruhig in ein Risikogebiet rein, besonders zum Schaffen. Ne? Das ist so ein bisschen wie der Fisch im Glas. Fehlt nur noch der Fußfessel. Das heißt, wir können in einem Risikogebiet mit 100 Leuten ganz eng arbeiten, aber dann müssen wir wieder um 21 Uhr heim. Ausgangssperre. Wisst ihr, wie man das nennt? Offener Vollzug. Also heute möchte ich nochmal mit euch über die Impfung reden, weil das ist ein heikles Thema und das geht uns alle an. Und deswegen habe ich mich mal informiert und habe gesehen, dass es die Firma BioNTech erst seit 2008 gibt und die haben bis jetzt noch nie irgendwas hinbekommen, weil das wurde nie genehmigt, diese ganzen Medikamente. Jetzt haben sie was gezaubert aus dem Hut, was das noch nie gegeben hat, wo man nicht weiß, wie das letztendlich wirkt. Die oberen Pappnasen wollen das selber nicht nehmen. Der Chef, der Moncici, ist jetzt einer der reichsten Männer der Welt. Das ist auch kein Wunder, wenn die Adresse an der Goldgrube 12 in Mainz lautet. Die Frau Merkel hat vergessen zu bestellen. Also dann ist wieder eine Comedy, die kann ich nicht tun. Tag Leute, der Herr Karl Lauterbach hat heute verkündet, Lockdown forever. Wenn ich so aussehen würde wie der Lappen, würde ich mich auch für immer zu Hause einschließen. Ich weiß, das ist nicht höflich, das ist auch nicht charmant. Aber wenn die Geschäfte sich ab dem 11. Januar mal wieder setzen und Karl mal zum Zahnarzt geht, und weniger Dünnmüll redet, dann ist die Sache ganz schnell geritzt. Ahoi! Guten Morgen, meine Geliebten. Seit Wochen stelle ich mir folgende Frage. Warum 1,5 Meter Abstand, wenn doch die Maske was bringt? Warum Maske, wenn 1,5 Meter Abstand irgendeinen Sinn macht? Warum Lockdown, wenn doch beides Maßnahmen sind mit Hintergrund, ne? Warum Impfung, wenn alles drei helfen würde? Warum haben die Geimpften Angst vor den Ungeimpften, wenn doch die Impfung schützt? Und warum sind die jetzt alle nicht mehr verantwortlich für die Nebenwirkungen, wenn das doch so gesund ist?
Das sind alles Fragen, die möchte ich jetzt mal von euch beantwortet haben. Denn nach 9 Monaten kriege ich langsam ein kleines Kötzerchen. Frohes Neues! Nein, das war eine Frau Merkel, das kann jetzt weg. Der Herr Spahn, der hat gesagt, er lässt sich nicht impfen und auch die ganzen Politik-Komödianten nicht, weil das wollen die für uns, für die Bevölkerung übrig lassen. Aus Menschlichkeit. Und stattdessen werden über 100-Jährige geimpft, damit die noch ganz lange leben. Und das Kerlchen, das hat gesagt, trotz Impfung weiter Maske, weiter lüften. Ja, also entweder wir werden von ganz gescheiten Leuten regiert, die uns verarschen, oder wir werden von Schwachmaten geführt, die das ernst meinen. Nur so kann das sein. Oh.